Ja, aber ich bin heute mit der Frau Gesundheitsminister Beate Hartinger-Klein hier im St. Anna Kinderspital und wir haben die Ehrenfreude, auch mit den ärztlichen Leitern und mit dem psychosozialen Dienst und auch mit Elternvertretern hier die tolle Arbeit uns anzusehen. Die lange Nacht der Forschung, wo wir die große Freude haben, unser ganzes Leistungsspektrum zu zeigen. Das heißt, wir haben das Haus einmal eine Nacht im Jahr oder einen Abend im Jahr geöffnet, um wirklich unsere Forscher sich bemühen, auch dem breiten Publikum beizubringen, was wir tun, was wir machen und was unsere Mission ist und für was sie eigentlich das ganze Jahr forschen und wie gesagt, um Kinderleben auch zu retten. Ich sage, 80% der Kinder kommen auch wieder geheilt aus dem St. Anna Kinderspital. Und das ist schön, wenn man sieht, wie großartige Arbeit hier geleistet wird. Und vor allen Dingen auch, wenn man sieht, wie wohl sich auch die Kinder, auch die Familien oft hier rund um die in der Betreuung da sind, sich auch fühlen. Ich bin sehr, sehr dankbar allen Mitarbeiterinnen hier im Haus für das, was sie leisten. Es ist eine ganz große Herausforderung und ich habe mit einigen Eltern sprechen können, die sind auch sehr dankbar, dass die Kinder so betreut werden, dass die Familie, die psychosoziale Ebene hier gesehen wird und ja, man kann das nur unterstützen. Ja, ich sage immer, wo viele Kinder sind, ist auch ein wundervolles Leben zu Hause. Ja.